Moin moin, liebe Leute und willkommen zu einem neuen Diablo 3 Patch 2.4 Video Guide. Heute das letzte Crusader Set Dungeon Video, nämlich für das Set Sucher des Lichts. Und falls ihr die anderen Videos verpasst habt, dann blende ich sie hier nochmal für euch ein. Denn es gibt nämlich eine ganz coole Belohnung, es gibt natürlich ultra viele Achievements und Erfolge, aber ihr seht das jetzt hier, ich zeige euch das gleich nochmal im Spiel. Dieser wunderschöne Banner, diese wunderschöne Flagge bekommt ihr, wenn ihr alle Set-Dungeons einer Klasse meistert. Und wenn ihr das Ganze auf Meister abschließt, bekommt ihr sogar nochmal einen extra Banner, den zeige ich euch gleich auch noch einmal. Und ich würde sagen, ja, ich zeige euch natürlich wie immer heute, wo ihr den Dungeon findet, welche Items und welche Skills ich benutzt habe. Gebe euch nochmal ein paar Tipps, um das Ganze auch auf Meister abzuschließen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, als allererstes möchte ich euch natürlich einmal die schönen Flaggen zeigen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und zwar bekommt ihr einmal diese Flagge, wenn ihr alle Set Dungeons des Crusaders schafft. Ich muss wirklich sagen, es ist eine der schönsten Flaggen, eine der schönsten Klassenflaggen, die sie ins Spiel eingebaut haben. Passt wirklich super geil zum Crusader und finde ich sehr, sehr cool. Und dieses hier ist die Flagge, wenn man alle der Set-Dungeons auch noch auf Meister schafft. Ja, für Meister wisst ihr, man muss alles, also die Aufgaben, die man sowieso erledigen muss, in der Zeit auf jeden Fall schaffen. Und man muss noch zusätzlich alle Gegner des Dungeons töten, um das Ganze auf Meister zu bekommen. Finde ich auch ganz nett, finde ich, passt aber farblich jetzt nicht so gut zum Crusader. Deswegen finde ich diesen hier eigentlich am schönsten. Zeige ich euch auch gerne noch einmal kurz in der Nahaufnahme. Das ist leider so groß, dass man es schon fast gar nicht mehr sehen kann. Aber ich muss schon sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ich finde, es passt super geil zum Crusader. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch auch natürlich noch einmal die andere kurz. Das ist die in grün. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Items jetzt an. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir gehen einmal über die Items und ich kann euch gleich sagen, es ist wirklich kein Scheiß. Die Items, die ich hier angelegt habe, mit diesen Items habe ich das gerade geschafft und es ist wirklich nicht gelogen. Zweiter Versuch auf Meister abgeschlossen, ihr seht das schon. Ich habe noch nicht mal die legendären Edelsteine drin gehabt. So einfach ist der Dungeon, aber trotzdem werde ich euch natürlich alles zeigen. Ihr braucht natürlich, ist es für den Set Dungeon Sucher des Lichts, braucht ihr natürlich das Set. Dazu gehören die Stiefel, die Hose, die Hände, Schultern, Brust und der Helm. Ja, wie immer und wie auch bei allen anderen, möglichst überall kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance drauf. Ich habe wirklich alles nicht wirklich perfekt umgerollt. Helm ist natürlich wichtig, dass ihr da Crit und Sockel drauf habt. Ansonsten Brust natürlich 3 Sockel, Hose 2 Sockel, Stiefel habe ich noch Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Aber ansonsten, es ist wirklich nicht sehr wichtig, die perfekten Werte zu haben. Bei den Ringen habe ich mich zum einen für Convention of Elements, also Zusammenkunft der Elemente, entschieden, weil ich nämlich einen bestimmten Ring im Würfel habe. Das zeige ich euch gleich auch nochmal genauer. Und als nächstes haben wir die Windrose, nämlich vom Set Endloser Gang mit Schwur des Abenteurers zusammen. Ja, ihr seht das schon, da sind Feuerfertigkeiten drauf, hier sind Feuerfertigkeiten drauf, ich habe aber gar keine Feuerfertigkeiten drin, also es ist wirklich alles durcheinander. Also als zweiten Ring habe ich gewählt die Windrose vom Set Endloser Gang und dafür dann natürlich auch das Amulett Schwur des Abenteurers mit dabei. Für die Armschienen würde ich euch empfehlen Gabriels Unterarmschienen. Warum? Und zwar deswegen, die haben nämlich einen sehr schönen Effekt drauf. Wenn gesegneter Hammer 3 oder weniger Gegner trifft, werden 87% seiner Zornkosten zurückerstattet. Das geht, glaube ich, bis 100%, genau bis 100% hoch. Die kann ich euch nur empfehlen, gerade für den Bild, den ich euch gleich nochmal vorstelle, mit dem ich das, diesen Set-Dungeon gemacht habe, fasst es sehr gut zusammen. Ja, es gibt eigentlich zwei Waffen, die ich euch empfehlen würde. Die eine habe ich nicht mehr gehabt. Die habe ich damals mal für einen Würfel kaputt gemacht und seitdem auch nicht wieder gefunden. Die eine ist Johannas Argument.
Johannes Argument. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von gesegneter Hammer um 100%. Das bringt es auf jeden Fall richtig für den Schaden. Als zweiten Pflege kann ich euch empfehlen Justinians Gnade. Gesegneter Hammer erhält den Effekt der Rune Herrschaft. Das ist nämlich die Rune, die die Hammer um euch rumkreisen lässt, anstatt dort zu platzieren, wo ihr es hincastet. Ist gerade jetzt für diesen Dungeon sehr hilfreich. Kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Also eine von diesen beiden Waffen würde ich nehmen. Ihr seht ja auch schon, meine ist nicht uralt und es hat trotzdem wunderbar geklappt. Als Schild habe ich auch nicht die perfekte Wahl. Da würde ich euch empfehlen, Johannas Schutzschild zu nehmen. Erhöht den Schaden, den gesegneter Hammer den ersten drei getroffenen Gegnern zufügt, um 250%. Ich habe das, wie gesagt, nicht drin gehabt und habe es. Das ist wirklich kein Scheiß, beim zweiten Versuch auf Meister geschafft, von daher macht euch da nicht zu viel Gedanken, aber wenn ihr das Schild habt, rumliegen habt, ich hab's leider, ich habe alle kaputt gemacht und in Würfel geballert, weil ich es für irgendein Bild mal benutzt habe. Deswegen habe ich es jetzt leider nicht mehr gehabt, aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, aber wie gesagt, ich habe es auch mit die Verwehrung gemacht, jeder von einem Schwungangriff, ich habe noch nicht mal Schwungangriff benutzt, ja, also das zeigt euch schon mal, wie einfach dieser Dungeon ist. Warum ich das überhaupt erzähle, ist nämlich einfach der Grund, dass ich bin einfach nur reingegangen und wollte einmal ganz kurz ausprobieren, wie das mit meinen Talenten alles, ob das funktioniert, was ich mir da überlegt habe, mit den Items zusammen. Deswegen habe ich hier auch noch gar keine Steine drin, noch voll das schlechte Schild, nichts hier richtig umgewürfelt und habe beim ersten Versuch schon gemerkt, oh, das geht aber ziemlich gut, und beim zweiten Mal, wie gesagt, mit sehr viel Zeit über noch das Ganze auf Meister geschafft, und deswegen ist das, ihr seht es, ihr braucht kein perfektes Gear, um diesen Dungeon zu schaffen, um diesen Dungeon auf Meister zu schaffen, erst recht nicht. Also, ja, macht euch da nicht zu viele Gedanken. Das sind auf jeden Fall meine Empfehlungen an Items, die ihr benutzen solltet. Als Gürtel habe ich noch die Geisterstunde genommen und ja, hat eigentlich wunderbar vom Damage her geklappt. So, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Items im Würfel. Und zwar haben wir da auf dem Waffenslot, das ist auch eine Waffe, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, weil die das Ganze so viel einfacher macht. Und zwar ist dort drinne Karms Erwiderung. Himmlische Vollstreckung kann innerhalb von 4 Sekunden wieder eingesetzt werden, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Warum habe ich diese Waffe benutzt? Ganz einfach. Eines der Ziele ist es, innerhalb von, ich glaube, 15 Sekunden war es, dreimal himmlische Vollstreckung zu benutzen, hintereinander. Also in 15 Sekunden habt ihr Zeit, das Ganze dreimal zu benutzen. Und jedes Mal, wenn ihr drüber seid und einmal himmlische Vollstreckung castet, wird die Zeit wieder von vorne gestartet. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher, weil ihr quasi zwei direkt mitbekommt und der dritte ist dann ganz easy zu schaffen. Das heißt, das erste Ziel ist mit dieser Waffe ganz, ganz einfach zu erledigen. Als nächstes habe ich Hammerdämmer. Wenn ihr Gegner blendet, betäubt oder bewegungsunfähig macht, erleiden sie 10 Sekunden lang 400% mehr Schaden durch eure Fähigkeit Gesegneter Hammer. Ja, ich benutze nämlich Provokation. Damit werden die Gegner in der Bewegung beeinträchtigt sozusagen und bekommen dadurch dann 400% mehr Schaden durch den Hammer. Macht das Ganze wesentlich einfacher und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und als Ring habe ich den Obsidian-Ring des Tierkreises. Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten um eine Sekunde, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Machen wir deswegen, um die Abklingzeit von himmlischer Vollstreckung möglichst schnell wieder runterzubringen, um die dritte, ja, mitzunehmen. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt, durch dieses Schwert, durch Karms Erwiderung, das Ganze super einfach hinzubekommen. Ihr könnt den Ring auch sonst gegen was anderes austauschen, aber es funktioniert auf jeden Fall so und deswegen würde ich euch raten, das Ganze auch so zu machen. Ja, kommen wir kurz zu den Skills. Ich habe auf der linken Maustaste himmlische Vollstreckung mit rasanter Sturz. Reduziert die Abklingzeit für jeden von himmlischer Vollstreckung getroffenen Gegner um eine Sekunde. Die Abklingzeit kann nicht weniger als 10 Sekunden betragen. Ist perfekt für diesen Set-Dungeon, um natürlich die Abklingzeit noch weiter zu reduzieren. Ist diese Rune natürlich eigentlich die beste. Auf der rechten Maustaste gesegneter Hammer mit der Rune Grenzlos. Wenn ein Gegner von einem Hammer getroffen wird, besteht eine Chance von 50%, dass in dieser Position ein neuer Hammer ansteht. Dies ist pro Hammer nur einmal möglich. Ist natürlich klar, um möglichst viele Hammer zu spawnen und möglichst viel Schaden zu machen. Ich habe Eisenhaut mit Stahlhaut drin gehabt. Habe ich nie benutzt.
Das heißt, wenn ihr Toughness-Probleme habt, solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. Wenn nicht, ist dieser Slot komplett frei. Ich habe jetzt kein Zornerzeuger mit reingenommen, einfach aus dem Grund, dass ich mit Provokation das Ganze wieder auffülle und somit keinen Zornerzeuger brauche. Ja, als nächstes Kavallerie mit Ausdauer ist natürlich Standard, wenn ihr den Dungeon auf Meister schaffen wollt, um möglichst schnell durch den Dungeon hindurch zu fliegen, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich auf der 3 Provokation starr vor Schreck, reduziert die Angriffsgeschwindigkeit von Spoilergegner 4 Sekunden lang um 50% und ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 80%, habe ich eigentlich nur drinne, um wieder Zorn aufzufüllen. Das heißt, ich stelle mich in große Gruppen rein, ziehe einmal Provokation und die Bubble ist wieder voll. Funktioniert wunderbar. Dann habe ich noch Akaraths Champion mit der Rune Hast. Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 15%, während ihr in Akaraths Champion verwandelt seid. Lässt noch mehr Hammer spawnen und macht dann auch nochmal ordentlich Damage. Für die passiven Fertigkeiten habe ich einmal Pracht, Standard, bestes Passiv beim Crusader. Erhaltet 1,5% Stärke für jeden Edelstein, der in eure Ausrüstung gesockelt ist. Als nächstes Inbrust. Wir benutzen eine Einhandwaffe, oder ich habe zumindest eine Einhandwaffe benutzt. Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 15% und reduziert alle Abklingzeiten um 15%, wenn ihr eine Einhandwaffe verwendet. Ist natürlich optimal für diesen Set-Dungeon. Heilige Mission, euer Schaden, der Schaden eurer Waffe wird um 10% erhöht. Immer wenn ihr Heiligschaden verursacht, werdet ihr um bis zu 1% eures maximalen Lebens geheilt. Einfach nochmal, um den Schaden, extra Schaden mitzunehmen. Das seid ihr aber relativ frei, das könnt ihr auch gerne austauschen. Ja, für die Toughness, ich habe es wie gesagt nicht gebraucht. Es ist aber immer hilfreich, vor allem wenn man das Ganze überhaupt schaffen möchte, denn man darf ja auch nicht sterben. Das heißt, ihr habt mit diesem Talent immer nochmal so ein Bonus live sozusagen, denn wenn ihr tödlichen Schaden erleiden würdet, werdet ihr stattdessen gegen Schaden immun. Außerdem wird euer verursachter Schaden um 35% und euer Leben pro getöteten Gegner um 107.000 erhöht. Dieser Effekt hält 5 Sekunden lang an. Wie gesagt, ich habe keine Toughness-Probleme gehabt, bin auch nicht annähernd mal in diese Richtung gekommen, dass ich mir hätte Sorgen machen müssen. Von daher könnt ihr das quasi auch austauschen, wenn ihr wollt. Ja, den Set-Dungeon findet ihr im zweiten Akt in Caldeum. Dort müsst ihr euch zum Wegpunkt Uralte Wasserstraße teleportieren. Wenn ihr dort angekommen seid, nehmt ihr den mittleren Ausgang, nämlich den überfluteten Durchgang. Und diesen müsst ihr eigentlich nur bis zum Ende nach oben hochlaufen und dann erscheint auf der rechten Seite auch schon der Set-Dungeon. Ja, die Ziele sehen wie folgt aus. Ihr müsst einmal himmlische Vollstreckung dreimal in 15 Sekunden einsetzen. Ihr dürft nicht von Mörser getroffen werden. Das sind die zwei Ziele. Die Meisterschaft ist natürlich wieder klar. Schließt alle Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeit ab. Und ihr dürft natürlich nicht sterben. Ja, der Dungeon ist relativ klein. Soweit der kleinste Set-Dungeon vom Crusader. Und hat auch die wenigsten Gegner, kam mir jedenfalls so vor. Und ihr seht es hier auch schon, da war schon der erste Mörser-Gegner. Da kann ich euch eigentlich nur raten, wartet einmal kurz, bis er seine Mörser abgeschossen hat. Und dann könnt ihr ihn ganz entspannt angreifen. Die anderen Gegner hier sind völlig irrelevant, machen keinen großen Schaden und sind auch nicht wirklich schwierig. Das einzig Nervige sind hier, wie gesagt, die Beschützer des Lichts. Das sind die, die das Mörser-Affix drauf haben und von diesem dürft ihr nicht getroffen werden. Wenn ihr einmal von einem, auch nur einem Mörser getroffen werdet, ist der Set-Dungeon für euch erledigt. Noch nicht. Ja, wie gesagt, durch das Schwert ist die erste Aufgabe eigentlich ziemlich einfach. Ihr benutzt einfach himmlische Vollstreckung und danach noch einmal himmlische Vollstreckung. Dann habt ihr schon zwei Stück innerhalb weniger Sekunden und der dritte ist dann durch die ganze Abklingzeitenreduzierung auch überhaupt gar kein Problem. Ich würde euch auch auf jeden Fall raten, die allererste Aufgabe, also das mit der himmlischen Vollstreckung, als erstes zu machen, weil dann könnt ihr euch nämlich voll und ganz darauf konzentrieren, einfach nicht mehr vom Mörser getroffen zu werden und alle Gegner schnell zu töten.
Der Flegel, den ich euch vorhin vorgeschlagen habe, den ich selber aber nicht mehr habe, der die Hämmer um einen rumspawnen lässt, ist natürlich hier wirklich super, super angenehm und kann ich euch auf jeden Fall nur raten, falls ihr den rumliegen habt, probiert es einfach mal damit aus. Macht das Ganze, glaube ich, nochmal eine Runde entspannter. Aber ansonsten seht ihr ja selber, das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist wirklich nicht sehr groß, der Dungeon. Die einzige Schwierigkeit, die ich mir vorstellen könnte, die euch hier erwartet, ist, dass ihr nicht von dem Mörser getroffen werden dürft. Aber wie gesagt, sobald ihr einen Elite-Gegner seht, wartet einmal kurz ab, bis der seine Mörser verschossen hat und dann springt rein und killt ihn möglichst schnell mit Akaras Champion an. Alle Cooldowns gezogen, kurz ein oder zweimal himmlische Vollstreckung und ihr seht ja schon, wie schnell die Gegner hier umfallen. Und das, obwohl mein Gear wirklich super, super schlecht, super schlecht gerollt ist. Ich habe das falsche Schild noch drin, also von daher, da geht noch einiges mehr und ich würde sagen, ist auf jeden Fall einer der leichteren Set-Dungeons vom Crusader, wenn nicht sogar der leichte. Ihr seht das jetzt sogar schon, ich kriege jetzt Besuch von 3 der Elite-Gegnern, die alle das Mörser-Affix drauf haben und die fallen so schnell um, das ist gar kein Problem. Ja, wie gesagt, es war mein zweiter Versuch, direkt auf Meister geschafft, was will man mehr? Ich hoffe, meine Tipps konnten euch ein bisschen helfen oder helfen euch ein bisschen, diesen Set-Dungeon auch möglichst schnell und einfach abzuschließen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch etwas helfen konnte, dann würde ich mich über ein Like oder ein Subscribe freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Jereba. Nice one.